hier für netbooknews.de am Intel-Stand auf der Computex 2010 mit dem Clevo M1110 Netbook mit 10 Zoll Glossy Display und einer Chiclet-Style-Tastatur. Hier haben wir das Touchpad, was ins Gehäuse integriert wurde, also keinen Rahmen hat hier. Die Maustasten. Und wenn wir uns die technischen Daten anschauen, die habe ich hier schon mal offen, haben wir hier einen Intel Atom N455 mit 1,66 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher und eine 160 GB Festplatte. Und wenn wir uns das Gerät jetzt mal von allen Seiten anschauen, haben wir jetzt erstmal einen glossy Displaydeckel. Dann auf der linken Seite Kensington Lock, Anschluss für ein Netzteil, USB, Mikrofon und Kopfhörer. Vorne nur die Status-LEDs. Und auf der rechten Seite Kartenleser, USB, LAN-Port, VGA und den Power-Button. Wie ihr sehen könnt, steht der Akku sehr weit raus und sieht auch ganz schön zerbrechlich aus, wie ihr hier sehen könnt. Das war also das Clevo M1110.